Das Angebots-Nachfrage-Modell kennt wahrscheinlich jede Person. Es zeigt, wie Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Es ist die Vorstellung über einen Markt, der zu einem Gleichgewicht strebt, in dem es Gleichgewichtspreise gibt, wo das schnell geht, mit schneller Anpassung. Und wenn Angebot und Nachfrage deckungsgleich ist, können bestimmte Störungen, bestimmte Probleme nicht auftreten. Was soll an diesem Modell falsch sein? Folgende zwei Sachen von falsch sind nicht gemeint. Erstens, ein Modell kann ja gar nicht falsch sein, weil ein Modell ist einfach eine logische Darstellung. Gleichungssysteme, Diagramme. Und jeder, der die Sprache, der die Denkweise der Mathematik, der Geometrie besitzt, kann das machen. Ein Modell ist ein Modell. Richtig oder falsch kommt nicht aus dem Modell, sondern kommt aus der Anwendung des Modells. Das heißt, falsch heißt, auf welche Anwendungen wird es bezogen, welche Anwendungen sind richtig und welche Anwendungen sind falsch. Und zweitens, mit falsch ist auch nicht gemeint, dass dieses Modell wertlos ist. Natürlich gibt es viele Phänomene, wo die Grundideen einfach einen Sinn geben. Wenn jetzt zum Beispiel in den USA viele Leute die Renten nicht mehr zahlen können, die Mieten nicht mehr zahlen können, es gibt ja dieses Aussetzen von Mietenzahlungen, das ist jetzt befristet. Wenn das weg ist, dann ist zu erwarten, dass die Preise auf dem Immobilienmarkt in den USA fallen werden. Die Nachfrage geht zurück, die Preise sinken. Das ist relativ trivial und dafür braucht man ja gar keine Ökonomie. Das ist sozusagen ein Ort von Hausverstand und für diesen Hausverstand gibt es hunderte, gibt es tausende Beispiele. Das heißt, in dieser Denkweise für viele Phänomene ist dieses Modell richtig und ist dieses Modell brauchbar und man soll es auch unterrichten. Dieses Video richtet sich gegen eine Interpretation, die ich am Anfang in den Lehrbüchern finde. Am Anfang in vielen Lehrbüchern der Ökonomie wird dieses Modell gezeigt und es wird erzeigt, das ist das Wichtigste der Wirtschaft und so können wir die Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems verstehen und dieses Wirtschaftssystem heißt ja Marktwirtschaft. Das ist das Grundmodell des Marktes und das erklärt den Kern, die Grundvorstellung dessen, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist falsch und dagegen möchte ich ein paar Argumente liefern. In meinem Buch Mythos Markt habe ich eine ganze Liste von Kritikpunkten langsam angeführt, viel Literatur zitiert und dafür möchte ich ein paar ganz einfache Beispiele geben. Ein Grundverständnis in dem Modell ist zu sagen, wer, welche Instanz bildet die Preise. Ich habe ja in dem Modell auch die Vorstellung, dass die Angebots- und die Nachfragekurven erklärt werden können durch das typische Verhalten von Wirtschaftsakteuren, zum Beispiel Haushalte und Unternehmen. Zum Beispiel ein Haushalt wird so erklärt, es gibt bestimmte Preise, es gibt Einkommen, es gibt Handlungsmöglichkeiten und aus dem wird dann kalkuliert, was ist sozusagen mein optimales Verhalten. Um das kalkulieren zu können, müssen die Preise gegeben sein. Das heißt, für mich als Haushalt, ich bestimme ja nicht die Preise sind für mich gegeben. Und jetzt, wenn man das jetzt durchgeht, durch das ganze Wirtschaftssystem, jede einzelne Person, jeder einzelne Akteur in diesem Modell hat das gleiche Problem. Er oder sie bestimmt nicht die Preise. Das heißt, wer bestimmt die Preise? Wer setzt die Preise? Wir könnten auch es so formulieren, wenn wir für den Markt schreiben, Angebot ist gleich Nachfrage, dann könnte man die Frage stellen, was bedeutet das Gleichheitszeichen? Welche Instanz, wer macht das, die Preise so zu setzen,
dass Angebot und Nachfrage deckungsgleich ist. Das heißt, dass wir uns im Schnittpunkt dieses normalen Kreuzes von Angebots- und Nachfragefunktion befinden. Diese Frage ist nicht trivial und diese Frage ist, so erstaunlich es klingt, vollkommen unbeantwortet. Es gibt in dem Modell keine Instanz, die die Preise setzt und das widerspricht den gegebenen Preisen für den einzelnen Akteure. Man könnte sagen, okay, auf der Börse ist das verwirklicht, ich habe einen Börsencomputer, der macht die Gleichsetzung, nur in Bezug auf die Börse habe ich eine ganz andere Problematik. Ich habe die Zukunftserwartungen, die Zukunftsbilder und dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Ein zweites grundsätzlich kritisches Argument bezieht sich dahingehend, was diese Kurven überhaupt bedeuten. Man zeichnet diese Kurven hin und Ökonomen lernen dann, sich auf der Kurve zu bewegen oder Kurven zu verschieben. Das heißt, je öfter man das macht, und in den Lehrbüchern wird es dutzende Mal geübt, umso mehr hat man die Vorstellungen, diese Kurven gibt es wirklich. Aber wenn man genauer hinschaut, sind das überhaupt keine Kurven, die irgendwo existieren. Es sind Kurven, die rein simulativ sind, die gedacht sind, die nur in der Vorstellungswelt agieren. Es wird zum Beispiel dem Haushalt gesagt, wenn konjunktiv der Preis so hoch wäre, was möchtest du kaufen oder wenn der Preis niedriger wäre, was möchtest du kaufen? Aber dieses Wenn, das ist ein fiktiver, kalkulatorischer Zusammenhang, der rein simulativer Art ist. Die Angebots- und die Nachfragekurven existieren niemals in irgendeiner Realität. Es sind simulative Kurven, die aus der Denkweise des Modells einen Sinn geben, aber die man in der Realität nicht findet. Das heißt, für die Anwendung dieses Modells habe ich ein ganz, ganz großes Problem und die Ökonomen nennen das Spezifikationsproblem. Wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Markt untersuche, dann habe ich für die gegebene Zeitperiode einen Preis und eine Menge. Das heißt, in unserem Diagramm habe ich einen Punkt. Jetzt kann ich das für die nächste Periode machen, für die nächste Periode machen, für die nächste Periode machen, für die nächste. Im Grunde genommen komme ich dann empirisch zu einer Punktwolke und jetzt ist das große Rätsel, okay, wie kann ich in diese Wolke jetzt Angebots- und Nachfragekurven hineingeben oder hinein halluzinieren und das ist nicht einfach. Das heißt, wenn ich das mache für einen bestimmten Markt, und das Ganze gibt dann Sinn, brauche ich sehr, sehr viel Hintergrundinformation. Wie funktioniert dieser Markt? Was hat sich reglementiv verändert? Gibt es große exogene Störungen und so weiter? Natürlich kann ich die Frage beantworten, aber ich kann die Frage nicht aus dem Modell, sondern mit vielen, vielen Zusatzannahmen, die ich brauche, so kann ich es beantworten. Und diese vielen, vielen Zusatzannahmen erklärt mir das Modell nicht. Das heißt, für die empirische Anwendung dieses einfachen Modells komme ich in einen ganz, ganz großen Bereich von sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Die dritte Art von Kritik bezieht sich auf die Form der Kurve. Selbst wenn wir die ganzen Vorannahmen machen, dann sind die schönen Formen, nämlich dass die Nachfragekurve nach unten geht, dass die Angebotskurve nach oben geht, von zusätzlichen Annahmen bestimmt, die in vielen Fällen ganz unrealistisch sind. Zum Beispiel kann man diese schöne, glatte, geneigte Form der Nachfragekurve nur dann machen, wenn zum Beispiel alle Menschen überhaupt die gleichen Wünsche hätten. Und dann gibt es noch kompliziertere Bedingungen. Das ist alles vollkommen sinnlos für reale Phänomene. Man kann das wegdefinieren. Die Ökonomen wissen das, aber in den Lehrbüchern wird das nicht gesagt. Und das ist natürlich jetzt ein zentraler Punkt, weil wenn die Nachfragekurve alles mögliche Formen haben kann, dann habe ich keinen Mechanismus mehr, der im Modell garantiert, dass ich zu einer Gleichgewichtslösung komme. Und wenn ich das jetzt als Gesamtbild der Wirtschaft habe, dann heißt das, dieses Modell erklärt mir nicht,
dass die Marktwirtschaft in sich optimal ist, dass sie effizient ist, dass sie zu schnellen Lösungen führt, dass sie die Anpassungsprobleme bewerkstelligen kann und. Für alle diese Aussagen ist dieses Modell ernst genommen nicht brauchbar. Das heißt, diese Kritik bedeutet, dass dieses Modell als Grundvorstellung für die Marktwirtschaft nicht brauchbar ist, dass wir ganz andere Bilder bräuchten und es ist viel besser, nicht von Marktwirtschaft zu reden, sondern für Kapitalismus zu reden, denn dann kommen wir in ganz, ganz andere realistische Fragestellungen. Wie sind die Machtverhältnisse verteilt? Wie schaut das institutionell aus? Wie schaut das regional aus? Wie schaut das historisch aus? Diese Bilder brauchen wir, um unser Wirtschaftssystem erklären zu können. Das Angebots-Nachfrage-Modell als Kernmodell für das Wirtschaftssystem ist schlichtweg unbrauchbar. Es ist Zeit, diese Art von Unterricht in den Lehrbüchern zu beenden. Danke für Ihr Zuhören.